So. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten. Und was? Muss leider Sterbehilfe erhalten. Sterbehilfe? Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Oh. Moment, ich guck da mal durch. Fallen wir bestimmt rein. Ich soll den verbrennen? Also kommt natürlich jetzt total unerwartet für mich. Ich habe das Spiel ja nicht irgendwie schon gespielt. Ich will aber nicht. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker, das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat. Für die Sterbehilfe einfach, weißt du? Geht jetzt wieder zu, klar. Und da frage ich mich jetzt natürlich, können wir das irgendwie verhindern? Der Begleiter Kubus war bisher ein treuer Kumpan, kann sie beim Rest des Tests jedoch nicht begleiten. Könnte er sprechen und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er sie bitten, allein weiterzugehen. Lieber würde er im Feuer sterben, als ihnen eine Last zu sein. Das hat er also gesagt. Mein Schützchen hat das also gesagt, ja? Ich bin nicht verrückt. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Der Test kann erst weitergehen, wenn ihr Begleiter Kubus eingeäschert wurde. Muss es der Kubus sein, der eingeäschert wird? Ich glaube jetzt nicht, dass das geht, aber ich würde es einfach mal gerne ausprobieren. Augenschaft freigeschaltet. Der Sterbehilfeprozess ist zwar äußerst schmerzhaft, doch 8 von 10 Aperture Science Technikern glauben, dass der Begleiter Kubus höchstwahrscheinlich wenig Schmerz empfindet. Wenig. Ah, wow. Hat sich ja viel getan in dem Ding. Warte, habe ich das daneben geworfen? Der Kubus kann den weiteren Test nicht mitmachen. Staatlichen und örtlichen Eine Sache. Zufolge kann er nicht hier bleiben, allein und ohne Begleitung. Sie müssen ihm Sterbehilfe leisten. Sorry, dass ich mir gerade so viel Zeit lasse, aber eine Sache würde ich doch noch gerne probieren. Und zwar... Ich glaube echt nicht, dass... Ich würde das Ding voll gerne austricksen. Ehrlich. Wenn ich das irgendwie hinkriegen würde, das wäre mega. Ich will ihn aber nicht zerstören, das ist mein bester Freund, du Arsch. Mann ey, wie kann man nur so herzlos sein zu seinen technischen Kameraden? Ich sehe ihn in ihm mehr. Der ist mein bester Freund, ich liebe ihn. Der Begleiter Kubus war bisher ein treuer Kumpan, kann sie beim Rest des Tests jedoch nicht begleiten. Könnte er sprechen und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er sie bitten, allein weiterzugehen. Lieber würde er im Feuer sterben, als ihnen eine Last zu sein. Tja, Leute, dann müssen wir ihn wohl opfern. Auch wenn es mir ehrlich gesagt leid tut. Ich kann ja auch keine Portale setzen. Nein, geht auch nicht. Schade. Der Test kann erst weitergehen, wenn ihr Begleiter Kubus eingeäschert wurde. Wie schon gesagt, ich hätte es echt richtig cool gefunden, wenn wir den irgendwie hätten retten können. Auch da kann ich nichts dran setzen, nee. Schade, also hätte mir echt gefallen. Und Leute, ich würde mal kurz sagen... Der Sterbehilfeprozess ist zwar äußerst schmerzhaft, doch 8 von 10 Aperture Science Technikern glauben... dass der Begleiter Kubus höchstwahrscheinlich wenig Schmerz empfindet. 8 von 10 Leuten haben bewiesen, dass dieser Cube keinen Schmerz empfindet. Oder wenig Schmerz. Was echt super ist, weil wenig Schmerz ist... Ja, ist super. Ja, Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt ein kurzes Päuschen. Wie gesagt, ich werde alles heute durchspielen. Bin auch erst eineinhalb Stunden dabei. Der Begleiter Kubus kann den Test nicht mitmachen. Staatlichen und örtlichen Vorschriften zufolge kann er nicht hier bleiben, allein und ohne Begleitung. Sie müssen ihm Sterbehilfe leisten.
Ich will ihn ja eigentlich auch gar nicht töten, wie schon gesagt. Ich werde jetzt ein kurzes Päuschen machen. PS 1,5 Stunden dabei, noch gar nicht so lange, aber ich merke schon, wie ich echt weniger rede und mehr nachdenke und fühle mich schon wieder ein bisschen, naja, ein bisschen komisch. Und deshalb würde ich sagen, mache ich ein kurzes Päuschen, dass ich mich ein bisschen auffrischen kann. Ich will ihn nicht zerstören. Mann! Und ich speichere jetzt hier nochmal, dann kann ich auch kurz die Aufnahme überprüfen. Und wir sehen uns dann wieder, ja? Dich sehen wir auch, ne? Also bis gleich nach dem Cut. Willkommen zurück nach dem Cut. Da sind wir wieder beim neuesten 2K-Let's Play. Ja, ich freue mich ein bisschen. Sorry, ich muss es einfach wieder erwähnen. Yay, yeah, ich freue mich. Boah, echt super geiles Bild. Ja. Ich. Mimi. Leute, ich weiß, ich sollte jetzt echt mal langsam weitergehen. Ich habe jetzt echt schon lange meine Zeit verbraucht, aber eine Sache will ich noch machen. Wir können ihn leider nicht retten. Muss ich da wirklich anmerken, tut mir auch ein bisschen leid im Herzen. Ganz ehrlich, also. Ich habe ja ein Herz für. Wenig. Das habe ich wieder toll gemacht. Ja. Raffi. Ich mache doch das Spiel kaputt. Ich schaff das. Ist ja, Leute, ich bin. Es gibt solche Menschen, die schaffen es einfach, jedes Spiel zu crashen. Oder zu verbuggen. Das. Ich bin so einer. So. Okay. So, dann will ich die hier mal mitnehmen. Es tut mir echt leid, dass ich mir so viel Zeit lasse. Ich habe übrigens die Aufnahme überprüft. Ich habe leider ein bisschen übersteuert. Liegt daran, dass das Mikro jetzt komplett anders wieder liegt, beziehungsweise mir zum Mund anders steht. Also BZW, Stören Sie den Begleiterkubus, um den Test fortzusetzen. Schnauze. Das Mikro, ich habe jetzt zwei Bildschirme und deshalb gucke ich gerade jetzt seitlich. Ich habe den jetzt nicht gerade vor mir, sondern nur so seitlich. Also muss ich so nach links sprechen. Und ja, ist ein bisschen verwirrend jetzt zu erklären, aber deshalb muss ich halt gucken. Ich habe es in der Aufnahme ein bisschen verbessert, also es sollte nicht so krass sein. Also, ne. Nein! Könnt ihr sprechen und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er sie bitten, allein weiterzugehen. Ich bin eine künstliche KI, die ganze Zeit den gleichen Scheiß labert. Eins wollte ich jetzt mal ausprobieren, das geht bestimmt nicht, weil das zu leicht ist. Dann weiß ich, was ich jetzt noch ausprobieren will. Einmal speichern wir. Bla bla bla. Ich würde gerne gucken, ob ich das Ding so blockieren kann. Ich glaube, das dürfte sogar gehen. Und hier kann ich den zum Portal setzen, oder? Oder geht das? Geht. Super. Dann kann ich die direkt mitnehmen. Einmal hier. Das war schlau, das am Boden zu setzen. Ist zwar äußerst schmerzhaft, doch 8 von 10 Aperture Science Technikern glauben, dass der Begleiter Kubus höchstwahrscheinlich wenig Schmerz empfindet. Ach ja. Boah, ist gar nicht nervig, dass die hier immer mich wieder voll labert. Ich glaube, das haben sie echt extra gemacht. Wir lassen uns jetzt voll viel Zeit. Letztes Mal, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich den echt sofort getötet. Muss ich jetzt echt zugehen, da schimme ich mich ein bisschen. Ich habe da irgendwie nicht durchgeblickt. Aha. Nein! Fuck. So. Wir probieren das jetzt nochmal. Boah, eben war es noch offen. Wir hatten es fast geschafft. Ich wollte nämlich das Ding hier. So. Passt auf, Leute. Zerstören Sie den Begleiterkubus, um den Test fortzusetzen. So. Schnell. Dadurch. Ah. Und jetzt passt auf. Ich speichere nochmal zur Sicherheit. Moment. Das kriegen wir hin. Der Begleiterkubus war bisher ein Traumkumpan. Kann ja. Sie den Rest des Tests jedoch nicht begleiten. Moment. Könnte er sprechen und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er sie bitten, allein weiter. Er ist gerettet. Er lebt. Er lebt. Trotz aller Bemühungen des Personals um die Sicherheit bei allen autorisierten Aktivitäten ist es ihnen gelungen, Ja. Genau, ich habe es nämlich jetzt geschafft. Die Fluchtluke öffnet sich für Sie in 3, 2, 1. Aha. Der Test kann erst weitergehen, wenn Ihr Begleiter Kubus eingeäschert wurde.
Seht ihr, das wollte ich schaffen, weil man kann hier sich quasi einsperren. Ihr habt es gerade gesehen. Das heißt, das wollte ich zeigen. Das ist echt ganz nett, dass ich mich hier quasi selbst einsperren kann. Ja, Leute, wir müssen ihn jetzt leider töten. Es tut mir leid. Obwohl es ehrlich gesagt ganz nett ist, weil ich das Ding jetzt dauerhaft offen habe. Der Sterbehilfeprozess ist zwar äußerst Nein! Doch 8 von 10 Aperture Science Technikern glauben, la, 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 la. Dass der Kubus höchstwahrscheinlich wenig Schmerz empfindet. Moment. Jetzt habe ich mich ja hier drin getötet. Kommt jetzt noch was? Schade, ich hatte die Hoffnung. Na. Ja gut, Leute, dann müssen wir jetzt leider killen. Tut mir echt ehrlich gesagt ein bisschen leid für ihn, aber. So. Dann müssen wir den gleich leider einäschern. Bla 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 bla. So, jetzt kommt gleich wieder diese Ansage, dann macht er wieder die Luke auf, genau. Bei allen autorisierten Aktivitäten ist es Ihnen gelungen, sich selbst in diesem Raum einzuschließen. Eine Flucht öffnet sich für Sie in 3, 2, 1. So. Der Test kann erst weitergehen, wenn Ihr Begleiter Kubus eingeäschert wurde. Ich will ihn zwar nicht töten, es tut mir... Es ist möglich, Leute, wenn wir nämlich einen Cube von einem hervorragenden Level mitnehmen, dann geht das. Aber uns bleibt... leider nichts übrig. Wir müssen ihn jetzt einäschern. Der Sterbehilfeprozess ist zwar äußerst schmerzhaft, doch 8 von 10 Sie haben ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Person bisher. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis ich den getötet habe. Apropos. Hallo? Nein! Boah. Sieht echt schick da unten aus. So, sorry, jetzt sind wahrscheinlich schon alle angenervt, weil ich eine halbe Stunde wieder gebraucht habe. Ich wollte ihn doch nicht töten. Der arme Q. Okay. Weißt du, vorhin haben wir noch liebliche Zungenküsse verteilt. Ja, so mache ich Zungenküsse. Genau. Ladedaten. So, ach, das wäre auch nicht, jetzt bin ich gegen die Taste gestoßen. So, hab mir natürlich nochmal einen Kaffee reingedreht, damit ich jetzt hier... Well. Warum? Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ich glaube, ich krieg bald Kuchen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Die Sache ist doch die ich kurz erwähnen kann. Es gibt hier ein Secret, von dem vielleicht sogar einige von euch gar nicht wussten. Das müsste ich dann aber in einer extra Folge machen. Das heißt, ich nehme das Spiel auf jeden Fall heute noch zu Ende auf. Und würde dann eventuell irgendwann mal später ein Special nachreichen, eine Portal-Special-Folge. Ich muss aufpassen, dass ich dem Mikro nicht zu nahe komme, dass ich jetzt hier nicht wieder übersteuere. Und, ja, also ich würde dann eventuell ein Special machen, indem ich dann dieses kleine Secret zeige. Oh Gott, ist das verwirrend. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe. Ja, die Frage ist, sterben wir hier? Ja. Komme ich denn jetzt hier hoch? Wie wär's mit hier? Da kann ich es nicht setzen. Da. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wie ich das am intelligentesten an. Ich kann da wahrscheinlich reinspringen einfach. Aber zuerst gucken wir hier nach. Was haben wir denn hier für einen geheimen Raum? Der war auch echt super versteckt. Ach ja, wir haben übrigens auch ein Achievement gekriegt, weil wir das Radio mitgetragen haben und es ein Störsignal gekriegt hat. Mann! Jetzt! So. Meine Güte. Ist wahrscheinlich noch wasserdichter. Schon wieder Fingerabdruck. Handabdruck. Es gibt da übrigens auch ein Portal Comic. Den kenne ich noch. Also, den habe ich noch gar nicht gelesen, aber ich weiß von dem. Not never. Bad now. Steht da, glaube ich. Kann ich lesen. Geht's hier hin? Ist ja auch eine Kamera. Eine Tür. Oh. Ha. Erinnert mich so an Half-Life. Das Geräusch. Aber hier ist auch sonst nichts, aber. Es ist hier nicht so alles, wie es scheint. Ich meine, hier hängen alle Kabel von der Decke.
Sieht hier schon alles total verrostet aus. She's watching you. Aha. Help. Also mit dem Cake scheint was nicht. Der hat hier natürlich einen PC stehen. Boah, aber so ein Logo auf dem PC zu haben, war natürlich schon geil. Erinnert mich so ein bisschen an meinen. Hat Ähnlichkeiten. Mein fetten Gaming-PC hier. Führt die Aufnahme. Ja, scheint alles richtig zu sein. So, dann machen wir mal weiter. Huh. Heilige Scheiße. Das war jetzt ein bisschen gefährlich. Oh. Jetzt ist er kurz hängen geblieben beim Speichern. Wir gehen mal weiter, würde ich sagen. Mann, ey. Die Alte macht mich echt fertig. Ah, okay. Hier kann ich durch. Da kann ich nicht direkt hin. Da könnte ich eventuell rüber manövrieren, aber... Yeah! Moment, ich probiere das mal kurz. Nee. Ist zu knapp gesetzt. Da kann ich rüber. Alter, boah. Mann, ich habe hier manchmal echt keine Ahnung, welche Richtung ich überhaupt falle. Boah, Moment, ich muss mal kurz meinen Arm. Ich habe übrigens also auch ein richtig schönes Mousepad. Bewegt sich hier ganz smooth. Aber, ist hier noch ungewohnt. Ist ja total... Leute, sorry, aber es ist echt total ungewohnt, wie ich hier sitze. Hallo. Da muss irgendwas drauf. Aha. Ja. Ach du Heiliger. Okay, da warten wieder solche Energiekügelchen auf mich. Da geht's auch raus. Wo wir jetzt natürlich noch nicht hinkommen. Aber ich nehme an, dass da unser Ausgang ist. Oh, oh. Ah, das können wir aber auch später nochmal gebrauchen. Nein! Nein, nein, nein! Huh. Nein! Nein! Au, au, ah! Huh. Okay. Die werde ich so jetzt nicht so einfach los. Nee. Die kann ich durch die Kugeln erledigen. Ja. Tut er die da irgendwie... Ja, warte, Moment. Sauber. Sehr gut, okay. Dann erledigen wir die einfach mal so. Und Entschuldigung, dass ich eben ein bisschen bei dem Raum geblieben bin. Ich weiß, ich lasse mir hier an manchen Stellen echt viel Zeit. Wobei mir das Spiel auch sehr gefällt. Und deshalb möchte ich da natürlich so viel wie möglich mitnehmen. So, da schießt das jetzt, glaube ich, dadurch, ne? Jawohl. Ist sonst noch? Ja. Und da auch noch. Ich Lol. Na? Speichern? Speichern? Hallo? Puh, manchmal irgendwie zinkt er gerade beim Speichern. Muss eigentlich viel speichern. Ich habe keine Ahnung, Leute. So, na komm. Bop. Da schießt das immer weiter. Ja. So, und du, mein Freund, bist jetzt auch gleich weg. Da hätten wir uns sogar vielleicht mit einem Portal hinschließen können. So, ich denke, das war relativ intelligent. Hänger, Hänger. Hallo? Entschuldigung, ich hoffe... Oh, ich hoffe, das Spiel... Moment. Ich hoffe, das Spiel hängt sich jetzt nicht auf. Kann ich hier eigentlich nochmal Spiel speichern? Das ist Kamera 18, neue... Oh Gott. Schnellspeicher, automatischer Speicher, automatischer Speicher. 17. Juli. Ja, das ist ja alles von heute, ne? Ja, ja, genau. Auf dem PC habe ich das sowieso noch gar nicht gespielt, also. So. Haben wir nochmal einen richtigen Safe State angelegt, falls hier irgendwas schief geht. Man weiß ja nie. Okay. Wie stellen wir das jetzt an? Wir müssen die Kugel, wo muss die überhaupt hin? Das ist jetzt die Frage, die muss da rein. Okay, ich erinnere mich sogar noch an das Level. Wichtiger Testapparat zerstört. Meh, 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 meh.
voll der wichtige Test. Warte. Guck, guck. Ach du Heilige, es ist aber ein bisschen... Moment, das macht irgendwie an sich keinen Sinn, was ich hier gerade probiere.